paradiesisch schön und höllisch heiß. Diese beiden Gegensätze, die passen sowohl hier für diese Location als auch für die Aktienmärkte, Währungsmärkte, wo auch immer ihr euch gerade befindet. Ganz klar, wir haben das alles schon durchgemacht. Man fühlt sich im Himmel, weil alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Und dann geht es mal in die andere Richtung und dann wird das Ganze zur Hölle. Schön, dass ihr da seid. Ich bin gerade im Lumpini Park mitten in Bangkok. Viele von euch werden das kennen. Der Händler, die Bücher von Michael Vogt, die spielen zum Beispiel hier in diesem Park. Und manch einer wird sich jetzt erinnern an die ein oder andere Szene aus diesen Büchern und wird sagen, Mensch, klasse, da wäre ich auch gerne mal. Ich bin im Moment gerade hier, allerdings in dem Moment, wo ihr das Video guckt, gerade in der Luft. Und deshalb habe ich gesagt, ich bereite euch ein bisschen was vor. Ihr würdet typischerweise erwarten, dass ich im Nachmittags-Update zu den Indizes zu euch spreche und so die Ideen aus charttechnischer Sicht widerspiegel. Und da ich leider in diesem Moment nicht bei euch sein kann, habe ich gesagt, ich nehme euch was auf und erzähle euch etwas A von hier, aber B aber auch von mir, weil ich viele Fragen kriege. Mensch, ich höre zwar die Stimme, aber wer ist das überhaupt? Erzähl doch mal was. Mein Name ist Rüdiger Born, ich bin institutioneller Händler, seit mehr als 30 Jahren aktiv an den Märkten. Und ja, vielleicht noch interessant, ich lebe zwischen den Welten. Das ist ja ein Traum, den viele haben. Ich lebe in Frankfurt und in Tokio, wechsle immer wieder dazwischen. Im Moment bin ich ja in der Mitte, ist nicht ganz richtig, aber ja doch irgendwo auf dem Weg dahin hatte hier ein bisschen was zu tun. Ihr habt es in den letzten Tagen vielleicht an dem einen oder anderen Videobeitrag, den ich schon vorbereitet habe, vielleicht mitbekommen. Ansonsten kann man sagen, ich bin Charttechniker. Ich sehe das immer wieder, nicht so sehr im Born for Trading, da wissen die Leute ja, was sie wollen. Aber wenn ich zum Beispiel auf finanzmarktwelt.de Videos da veröffentliche und ihr die dort seht, wie jetzt möglicherweise, dann sehe ich häufig dann so Kommentare, ach, das ist doch alles Unfug, das ist Kaffeesatzleserei, was der da macht. Und das taugt doch nicht, soweit man das werfen kann, so in der Richtung. Ist das tatsächlich so? Es ist natürlich ein bisschen was Wahres dran, wenn die Erwartungshaltung ist, der soll uns jetzt sagen, was als nächstes passiert. Das ist eine völlige Fehleinschätzung aus meiner Sicht und aus Sicht vieler institutioneller Händler. Ich bin weltweit sehr, sehr vernetzt, verdrahtet und dementsprechend kenne ich natürlich viele Händler auch mit sehr unterschiedlichen Ansätzen. Was wir alle nicht können, egal wie lange wir im Business schon drin sind, wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Und ich sage immer, es ist auch nicht die Aufgabe eines Händlers, die Zukunft vorherzusehen. Das ist etwas, was viele missinterpretieren. Viele sagen, ich will jetzt wissen, was macht er am Freitag um 17 Uhr, wo steht er? Sag doch mal, du bist doch der Profi. Das kann kein Mensch, weil wir alle die Zukunft nicht kennen. Das kann weder die Charttechnik, das kann auch die Fundamentalanalyse nicht und auch keine einzelne Person. Ich selber kann das auch nicht. Ich habe es angedeutet, ich bin Charttechniker. Das heißt, ich beschäftige mich nicht mit den Fundamentaldaten. Warum? Wir wissen doch alle, dass die Notenbanken sehr stark den Markt antreiben. Dass einzelne Firmenergebnisse, ja, wenn Apple, um einen großen zu nennen, irgendwelche tollen Zahlen verkündet, ist doch klar, dass der Markt sich dann bewegt. Ja, das ist richtig. Das sehen die Charttechniker auch nicht anders, also auch ich nicht. Aber die Frage ist, inwieweit kann ich diese Bewegung nutzen? Und wie weit kann ich sie möglichst effizient nutzen? Das klappt nicht immer, aber der Versuch ist, das effizient zu nutzen. Wieso effizient? Naja, wenn ich sage, der Markt geht hoch, was bedeutet das? Muss ich absichern? Wo müsste ich absichern? Liege ich 100% richtig? Die Frage kann ich ganz locker beantworten. Nein, kein Marktteilnehmer liegt 100% richtig. Lasst euch da nichts anderes erzählen, es ist unmöglich. Und ich kenne sehr weise Leute, sehr erfahrene Händler, die noch viel länger am Markt sind, als ich das bin. Keiner kann das 100% vorhersehen. Wir wissen nicht genau, was die Zukunft passiert. Was wir Händler aber können, und das ist etwas, was ich euch vermitteln will in meinen Videobeiträgen beispielsweise, wie wir Händler die Situation grob einschätzen. Das ist tatsächlich grob einschätzen. Und wie wir dann konkret die Gestaltung des Trades so vornehmen, dass sie im Durchschnitt vorteilhaft ist. Oh Gott, ein langer Satz, viele komplizierte Sachen drin, das machen wir nochmal im Langsamen. Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Das ist erstmal nichts so Außergewöhnliches. Wir haben aber eine Einschätzung anhand des Verhaltens der Marktteilnehmer, wie wahrscheinlich die Situation weitergeht. Es gibt ein ganz einfaches Beispiel. Auch wenn ich nicht weiß, ob er, sie oder es, was auch immer, gleich zum Mittagessen geht oder zum Essen geht, wenn ich auf die Uhr gucke, erhöht sich die Chance. Ich kann also aus der Vergangenheit ablesen, typischerweise um die Uhrzeit gehen die hier essen.
Jetzt haben wir die Uhrzeit. Wenn ich jetzt jemanden sehe, ist also meine Wahrscheinlichkeit, dass das tatsächlich eintritt, erhöht. Aber sie ist nicht 100%. Aber ich kann anhand dieser Erfahrung aus der Vergangenheit ablesen, okay, die Wahrscheinlichkeit ist dafür hoch. Es ist also durchaus clever, mich daran zu orientieren, da geht gleich was, und zwar in Richtung Essen. Diese Verhaltensmuster sind bei Menschen typisch. Das ist nicht nur beim Essen so, das ist in Sportveranstaltungen so, das ist in der Musik so. Es gibt ganz gewisse Sachen, an denen man sich orientieren kann. Ein weiterer wichtiger Hinweis, dass es nicht genau so passiert ist, aber es gibt Orientierungshilfen. Und ich habe eben etwas erwähnt wie durchschnittlich. Das klingt schon mal nicht so gut, wie jetzt im Durchschnitt machst du positive Ergebnisse. Nicht jetzt immer. Nein, tatsächlich viele Anfänger, viele unerfahrene Trader fokussieren sich auf einen Trade und sagen, der muss aber jetzt gut sein. Institutionelle oder insgesamt professionelle Händler tun das in der Regel nicht. Oder ich würde mich sogar aus dem Fenster legen, tun das nie. Sie fokussieren sich nicht auf den nächsten Trade und sagen, den muss ich jetzt optimal hinkriegen, weil das eh nicht funktioniert. Dann kommt irgendwie eine Nachricht, irgendwie ein Einfluss von außen und dann geht es in die falsche Richtung und dann hat es dann doch nicht funktioniert. Und deshalb machen wir das so, dass wir davon ausgehen, ich muss es so gestalten, dass wenn ich ein paar Mal daneben liege, es trotzdem in der Summe, zum Beispiel bei 10 Trades, bei 20 Trades, in der Summe positiv ist. Ihr habt das in meinen Zeichnungen, gerade bei den Index-Updates am Nachmittag, häufig schon gesehen, dass ich mal so einen langen Pfeil mache in die Richtung, in die da meine Trading-Idee geht und einen vergleichsweise viel kürzeren Pfeil, wo zum Beispiel dann unsere Stop-Marke liegt oder eine der möglichen Stop-Marken liegen kann. Und ihr seht, dass das typischerweise eher zu unseren Gunsten ist. Das heißt, als Händler ist mein Wunsch, naja, Wunsch wäre vielleicht schon die Zukunft wert zu sagen, aber das ist, sehe ich die Fähigkeiten nicht. Was ich aber machen kann, ich möchte die Wahrscheinlichkeit leicht zu meinen Gunsten verbessern, durch die Fähigkeit, den Markt ein bisschen zu lesen, das Verhalten der Marktteilnehmer zu sehen. Und ich möchte es so gestalten, dass wenn ich richtig liege, ich besser stehe, als wenn ich falsch liege. Und diese beiden Komponenten zusammen führen dazu, dass ich überdurchschnittlich häufig auf der besseren Seite liege. Mehr ist es leider tatsächlich nicht. Wer sich also wundert, oh, aber das hat da nicht geklappt oder da nicht geklappt, ein institutioneller Händler regt sich darüber nicht auf. Der sagt sich, ich habe so viele Trades hier gemacht, es ist wichtig, dass die letzten 50 oder 100 positiv sind, nicht der eine oder der andere, dessen Ergebnis zufällig ist. Also ich hoffe, dass das ein bisschen klarer ist. Ich weiß, damit trete ich vielen auf den Schlips, die sagen, doch, man muss es so intensiv lernen, dass man letztlich immer richtig liegt. Ich vermute mal, da versucht ihr den Heiligen Gral zu finden. Ich kenne niemanden, egal in welchem Kultur- oder Erdkreis, hätte ich was gesagt, egal wo der sich befindet, egal ob das um Währung geht, ob das um Indizes geht, um Einzelaktien geht, bei dem man sagen kann, nee, das klappt immer. Und zwar auf eine lange Sicht. Natürlich gibt's auch mal Gewinnserien, wo ganz viele Trades klappen. Aber das hängt dann häufig damit zusammen, dass die Risiken eventuell dann einfach vergrößert werden. Und dann eben so, nur wenn's gut geht, aber so in der Richtung. Ein Beispiel. Ich könnte relativ leicht durch ein Handelssystem zeigen mit 99% Trefferquote. Und wenn ihr bettelt, dann sage ich euch eins mit 99,5% Trefferquote. Das ist überhaupt gar kein Problem. Aber es ist nicht zwingend vorteilhaft. Es ist nicht profitabel zwingend. Denn das kann ich alleine durch die Gestaltung des Trades ja relativ leicht beeinflussen. Ob ich zum Beispiel mehr Trefferquote haben möchte oder ob ich mehr Chance-Risiko-Verhältnis haben will. Weil viele fragen mich zum Beispiel, was ist denn deine Trefferquote? Und die ist unerheblich. Warum ist die unerheblich? Weil erst das mathematische Produkt aus Trefferquote und Chance-Risiko-Relation den Erwartungswert gibt und erst der ist wirklich relevant. Alles andere spielt tatsächlich keine Rolle. Da kann ich jetzt einen Handelsansatz euch raussuchen mit 99% und sagen, ich bin der Held. Aber in Wirklichkeit schmilzt das Depot dann doch davon. Also damit ist ja niemandem gedient. Meine Handelsansätze sind übrigens nicht notwendigerweise immer die besten, aber ich fände sie seit zumindest mal die Elliott-Wellen seit deutlich über 20 Jahren inzwischen an und bin damit im Grundsatz sehr zufrieden. Auch mir geht das so, dass ich manchmal sage, boah, hätte jetzt auch mal schöner laufen können die letzte Woche oder die letzten vielen Tage. Aber ich kann tatsächlich sagen, es ist ein sehr, sehr
interessanter Handelsansatz, den ich sehr, sehr gerne eben euch immer wieder vorstelle. Viele von euch im Born for Trading, insbesondere die im Live sind, wissen das. Da gehe ich ja in die Tiefe, da erkläre ich das en Detail. Viele von euch sind so tief gar nicht gewillt, das sich anzugucken. Die schauen sich das sehr gerne in den freien Videos eben an und sagen, nee, mir reicht, wenn ich den Überblick ein bisschen habe. Du erzählst ja auch so immer schon ganz viel, höre ich da zwischendurch mal raus. So, ich hoffe, dass ich damit ein paar Impressionen geben konnte im Hintergrund. Das war wahrscheinlich viel spannender als jetzt hier meine rot beschienene Birne hier, denn es war auch in den letzten Tagen schon sehr heiß, euch zu zeigen. Trotz alledem ein bisschen eine Vorstellung meiner Person. Mir tut das immer weh, wenn jemand sagt, das ist Quatsch. Ich habe volles Verständnis dafür, wenn jemand sagt, also für mich, Rüdiger, ist das gar nichts. Ich finde das anders viel sinnvoller. Das ist absolut in Ordnung aus meiner Sicht. Aber auch wenn ihr selber Kommentare, schreibt ruhig, wenn ihr das jetzt auf der in YouTube zum Beispiel guckt, das Video, schreibt das ruhig unten runter. Eure Kommentare dazu, wie ihr das Ganze einschätzt. Ich bin niemandem böse, wenn er sagt, ich habe meinen anderen Handelsstil. Das ist völlig normal, das ist nichts Absonderliches. Viele Händler in meinem Umfeld fokussieren sich auf unterschiedliche Handelsansätze, ein Teil, wie ich es tue, ein Teil auf andere. Und anders als früher, wo ich gesagt habe, alles taugt nichts, heute würde ich tatsächlich sagen, es gibt viele gute Ansätze. Sucht euch die raus, die euch am besten gefallen. Und die anderen sagte, naja, die sollen mal ruhig machen, denn eins habe ich auch gelernt, interessanterweise auch unterschiedliche Ansätze führen meistens in die ähnliche Richtung. Und das muss ja auch so sein, wenn ich sage kaufen und ein anderes System sagt auch kaufen, naja, in welche Richtung werden wahrscheinlich diese Marktteilnehmer eben gehen. Das heißt, wenn viele Marktteilnehmer vielleicht auf unterschiedliche Art und Weise auf ein Kaufsignal kommen, dann ist das sicherlich kein schlechtes Zeichen, um hier einzusteigen in den Markt. So, ich habe euch jetzt totgequatscht. Ich hoffe, es war trotzdem ein bisschen für euch spannend als Ersatz für den Chart. Morgen, wenn ihr dieses Video guckt, morgen werde ich in Tokio dann wieder sein und von dort dann wieder den Chart mit euch angucken. Und wenn ihr Spaß an dieser Art der Videos habt, schreibt es mir gerne. Dann kann ich gerne auch zwischendurch immer mal solche Videos mit einpflegen lassen, dass ihr so ein bisschen Eindruck habt, vielleicht von der Welt, wo man überall sein kann. Oder von den Märkten, je nachdem, was da gerade ansteht. In diesem Sinne, euch alles Gute und immer dran denken, auch die Börse. Ein bisschen paradiesisch, ein bisschen Hölle. Macht's Beste draus. Ciao, ciao.